am Wort Claudia Angela-Gamon, Rechnungshofsprecherin bei den NEOS. Tätigkeitsbericht des Rechnungshofs. Ich möchte die Debatte dazu nutzen, die Veränderungen im Rechnungshof anzusprechen, die mit der neuen Präsidentin mit sich gekommen sind und auch zu loben. Das Prozedere rund um die Wahl war ja leider eher von alter Politik gekennzeichnet, Intrigen, Hinterzimmer, Abstimmungen, wie auch immer man das nennen mag, unschön Kuhhandel genannt. Alles, von dem die Menschen eigentlich genug haben. Retrospektiv gesehen muss ich sagen, dass das sehr schade ist, dass die neue Präsidentin so ins Amt starten musste. Und ich hoffe, dass die Männer hier im Haus, die dafür verantwortlich sind, diese Verantwortung auch wahrnehmen und das eventuell auch angesprochen haben. Ihre Arbeit, Frau Präsidentin, war nämlich von Tag 1 an geprägt von einem sehr offenen, angenehmen und kollegialen Klima der Zusammenarbeit, das wir Rechnungshofsprecherinnen und Sprecher, glaube ich, alle sehr schätzen. Ich traue mich da für alle zu sprechen. Was ich sehr begrüße, sind auch die Neuerungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Man hat gemerkt, dass sehr viel Augenmerk auf die Präsentation und auf Verbreitung der Rechnungshofberichte jetzt neuerdings gelegt wird. Der Rechnungshof hat jetzt einen Social-Media-Auftritt. Sie können alle jetzt auf Facebook gehen und den Rechnungshof liken, das hat es vorher nicht gegeben. Sie können dem Sprecher auch auf Twitter folgen. Das gefällt mir deshalb, weil ich glaube, wir profitieren eigentlich alle davon, wenn die Rechnungshofberichte mehr Menschen, mehr Bürgerinnen und Bürger zugänglich werden und auch gelesen werden. Weil oft ist die Verkürzung, die in den Medien rüberkommt, ja nicht das, was in einem Rechnungshofbericht wirklich drinnen steht. Auch die Online-Befragung, die leider, wie wir schon gehört haben, nicht von allen Abgeordneten ausgefüllt wurde, aber doch von ein paar, ist eine super Sache. Der Rechnungshof zeigt auch, dass er sich auch gerne als Instrument des Parlaments sieht und das auch gerne so leben möchte. Und ich möchte diese Rede aber auch dazu nutzen, um anzusprechen, was sich immer noch nicht verändert hat und da auch die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsparteien in die Verantwortung nehmen. Der Rechnungshof ist seit Jahren unterdotiert und wir haben diese Diskussion jedes Jahr wieder zur Budgetrunde im Herbst. Und der Kollege Kogler hat es auch schon angesprochen. Da geht es darum, dass, wie die Präsidentin das letzte Mal gesagt hat und vorher auch immer der Herr Präsident, dass von 323 Planstellen nur 276 besetzt werden können, dass mit dem Geld, das Jahr für Jahr immer wieder auch aus Rücklagen rausgenommen werden muss. Man kann sich das eigentlich nur so erklären, dass man die Vermutung hat, dass die Regierungsparteien nicht an Kontrolle interessiert sind. Das ist sehr schade, weil die nächste Wahl rückt, glaube ich, mit jedem Tag näher und der eine oder andere wird sich dann Gedanken darüber machen müssen, wie wird es denn sein, wenn man plötzlich in Opposition ist. Und dann könnte es sein, dass man es bereut, dass man das wichtigste Kontrollinstrument eines Abgeordneten, einer Abgeordneten nicht in vollem Umfang nützen kann. Und spätestens an dem Tag wird man merken, dass der Rechnungshof etwas ist, was man vielleicht im Vorjahr nicht hätte unterdotieren sollen bei der Budgetrunde. Und man wird es sich für die nächste Regierungsperiode, wenn man dann wieder drin sitzt, hoffentlich aufschreiben. Die Arbeit von Rechnungshofpräsidentin Margit Kracker sei von Tag 1 von einem sehr kollegialen Klima geprägt gewesen, lobt Claudia Angela-Gamon, die neue Rechnungshofpräsidentin.